Hallo, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Ich habe gestern einen Post gemacht. Was wäre, wenn wirklich für dich absolut alles möglich wäre und du nicht scheitern könntest und du deinen Seelenplan entdecken und leben würdest? Was wäre dann? Und es gab da so einen schönen Kommentar von Cassandens, der das so schön auf den Punkt gebracht hat. Das wäre so, als würden wir in Frage stellen, ob morgen wieder die Sonne scheint. Und deshalb möchte ich hier, weil mir dieser Kommentar so gut gefallen hat und das bringt es wirklich so treffend auf den Punkt, hier nochmal drauf eingehen und dich da inspirieren und dich anregen, dazu nochmal darüber nachzudenken. Was wäre, wenn für dich alles möglich wäre, wenn du deinen Seelenplan entdeckst und diesen wirklich lebst? Und möchte ich dazu mal einladen, dich mal zu beobachten oder dir auch mal die Frage zu stellen, warum du das denn in Frage stellst überhaupt, dass das für dich möglich ist? Wir stellen ja auch nicht in Frage, ob morgen wieder die Sonne scheint. Wir stellen nicht in Frage, ob es regnet. Wir stellen nicht in Frage, ob wir etwas zu essen haben, wenn wir Hunger haben. Wir stellen nicht in Frage, wenn wir abends zu Bett gehen, ob wir am nächsten Morgen wieder aufwachen. Wir stellen so viele Dinge nicht in Frage. Sie sind so selbstverständlich. Und warum machen wir es denn nicht selbstverständlich, unseren Seelenplan zu leben? Und aufzuhören, wie Marionetten durch das Leben zu gehen, beziehungsweise das Leben an uns vorbeiziehen zu lassen. Warum? Kehr diese Frage mal um, bitte. Und stell dir einfach mal wirklich die Frage, was wäre, wenn für dich alles möglich wäre, du deinen Seelenplan entdeckst und beginnst, dich auf deinen Herzensweg zu begeben und diesen zu leben. Und jedes Mal, wenn der Gedanke aufkommt, das funktioniert doch nicht oder das kann doch nicht gehen und, bitte hör auf, das alles in Frage zu stellen. Es ist definitiv auch für dich möglich. Hör auf, es in Frage zu stellen, dass auch du deinen Seelenplan leben und entdecken kannst. Das steht nirgendwo geschrieben, dass das für dich nicht möglich ist oder dass es jetzt zu spät ist. Oder dass nicht der richtige Zeitpunkt jetzt ist. Dazu möchte ich dich jetzt mal nochmal so ganz, ganz ernsthaft hier wachrütteln und animieren. Unter den Aspekten mal bitte dir allenfalls auch die Frage zu stellen, wie kann es für mich möglich sein, meinen Seelenplan jetzt zu entdecken und zu leben. Es geht auch so sehr darum, immer die richtigen Fragen zu stellen. Das Universum, der große Geist, das höhere Selbst, die Seele, das Herz oder welchen Namen man einer höheren Instanz da auch immer geben möchte, die antwortet uns immer. Unser Kopf, der sucht immer nach Bestätigungen für das, unser Denker, was wir raussenden. Und wenn wir aussenden ans Universum, das geht jetzt nicht, weil, dann sind wir automatisch wie so ein Navigationssystem auf der Suche nach Bestätigungen, dass es nicht geht, weil. Wenn du dir aber die Frage stellst, wie ist es möglich, dann wird dein Denker, dein Kopf, das Universum, ganz gleich welchen Namen du dieser Instanz gibst, auch Beweise dafür finden und dir den Weg zeigen. Also, was wäre, wenn du nicht scheitern könntest, wenn alles für dich möglich ist, wenn du dir jetzt ab sofort dein Traumleben nach deinem Seelenplan so beginnst zu kreieren, wie es dir selbst entspricht. Und aufhörst, dir Dinge im Außen zu kreieren, die du so gar nicht haben möchtest. Was wäre dann und wie ist das alles für dich möglich? Das sind die beiden entscheidenden Fragen, die ich dir gerne hier zum Wochenstart jetzt mal mit auf den Weg geben möchte. Okay? Und im Übrigen, mir fällt gerade ein, bevor ich hier online gegangen bin, am
Jetzt muss ich noch mal schauen. Ich glaube, am Mittwoch ist das. Muss ich doch mal die Brille aufsetzen. Am Mittwoch ist das, genau. Nein, ja, am Mittwoch. Am Mittwoch um 18 Uhr. Am Mittwoch um 18 Uhr ist noch ein Termin bei mir frei geworden. Der ist heute Morgen abgesagt worden. Zu einer Durchbruchssession, um den Seelenplan zu entdecken, um dir zu helfen, ja, so den Knoten im Kopf zu lösen, dass du denkst, ich habe keine besonderen Fähigkeiten oder es ist jetzt zu spät oder ich weiß überhaupt nicht, wie genau ich meinen Seelenplan entdecken kann. Und dieser Termin am Mittwoch ist heute Morgen, ich habe es gerade eben entdeckt, bevor ich hier live gegangen bin, abgesagt worden. Deshalb ist er jetzt noch frei. Wenn du Interesse hast, ich nehme mir 30 bis 45 Minuten Zeit und dann bringen wir es auf den Punkt, das verspreche ich dir. Dann schreib mir eine persönliche Nachricht und dann, ja, ist der Termin für dich gebucht. Also der Erste, der jetzt hier reagiert, für den ist der Termin am Mittwoch um 18 Uhr dann vergeben. Also per persönlicher Nachricht bitte an mich, wenn du am Mittwoch um 18 Uhr in der Richtung mit mir sprechen möchtest. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Alles Liebe. Bis dahin. Ciao.